kurzen Video erkläre ich euch, wie ihr das Pokémon Gotcha Armband bzw. Gotcha Armband von, na, weiß ich nicht, mit Pokémon Go verbindet. Das macht ihr im Endeffekt so, wie ihr das mit dem Pocket Go Plus macht. Ihr geht also in Pokémon rein, ganz easy. So, wenn das dann endlich mal geladen hat, dann geht ihr ganz einfach ins Menü rein, zack, Menü, ja, Einstellung und geht ganz einfach hier unten auf Pokémon Go Plus. Pokémon Go Plus, kaufe an. Okay, dann geht ihr, macht ihr Bluetooth an, dann drückt ihr auf das Pokémon Go Armband oder auf das Gotcha Armband, dann erscheint es hier unten als Pokémon Go Plus, dann schaltet ihr das ein, ganz einfach, drückt auf OK. Dann geht ihr raus. Dann erscheint hier das Pokémon Go Plus Symbol. Da drückt ihr drauf. Ihr drückt natürlich auch auf die Gotcha-Uhr drauf. So, und dann müsste sich das eigentlich mal verbinden. Wenn meine Hunde mich nicht die ganze Zeit nerven würden. So, Pokémon in ihrer Nähe. Hat er gefunden. Und hat das Pokémon auch direkt gefangen, weil ich Autocatch eingeschaltet habe. Und wieder eins gefangen. Und jetzt den Pokéstop. Pokéstop ist in deiner Nähe und er hat den Pokéstop auch gleich gedreht. Habe ich direkt alles eingeschaltet bei dem Armband? Das macht ihr, indem ihr, ja, kann man sehen, genau, dann drückt ihr weiter, dann seid ihr im Menü drin. Und dann, indem ihr lange haltet, schaltet ihr es aus oder ein. Auto Catch wieder angeschaltet. Meine Hunde ärgern mich ohne Ende. Hier kann man vibrieren an- und ausschalten, lange drücken. Na? Ausgeschaltet, lange drücken, eingeschaltet. Und Verbindung mit dem Handy. Okay, das war's schon. Und schon könnt ihr direkt loslaufen und ohne auf euer Handy zu gucken, schön Pokémon fangen. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Bis dann.